Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zum Race Day in Hongkong. Und wie ihr sehen könnt, ist es zwar noch ein bisschen nass gerade und wir hatten auch die letzten Tage hier durchgängig Regen, aber der Wettergott scheint es vielleicht doch gut mit uns zu meinen, weil jetzt gerade hat es aufgehört zu regnen. Wir sehen schon die ersten Sonnenstrahlen. Also vielleicht wird es ein sehr durchmischter, crazy Tag, aber ich freue mich hier zu sein, zumal wir einfach auch eine geniale Location hier haben. Wirklich unglaublich, wo wir hier Rennen fahren. Ich würde sagen, wir bringen euch mal jetzt in die Stimmung und starten dann das erste freie Training. Viel Spaß. Beide freien Trainings vorbei, Leute. Ja, es ist immer noch nass. Es hat wieder angefangen zu regnen, wieder abgetrocknet. Es ist so schwer da draußen. Man ist wirklich am Limit. Das Auto rutscht, wenn du ans Gas gehst, es bricht aus. Man sieht eigentlich wirklich nur Slides und es ist so schwer auch abzuschätzen, wie viel kann man machen, weil ein kleiner Fehler und man ist in der Mauer. Also ist echt crazy. Erstes freies Training waren wir Fünfter, jetzt im zweiten freien Training waren wir, glaube ich, Zehnter. Wobei es auch echt drauf ankommt, wann du deine Runde fährst jetzt gegen Ende. Es sind viele eine Quali-Runde gefahren. Ich bin nochmal schneller mit 200 gefahren als meine Quali-Runde. Also, glaube ich, ist eh relativ irrelevant, weil jetzt wird es wieder alles anders sein. Die Strecken trocknen ab. Wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Wir haben nur eine Runde, die muss sitzen, wie immer. Deswegen spannend. Wir geben das Beste. Quali P12, ja, es war wieder sehr, sehr schwierig. Es hat direkt vor dem Qualifying geregnet, während Qualifying geregnet. Ultra krasse Bedingungen da draußen. Ja, P12 ist genau in der Mitte, ist jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Ist ganz klar, glaube ich. Ich hätte natürlich gerne weiter vorne gestartet, aber es war super schwer. Ne? Und von dem her sind wir zumindest mal noch in Schlagdistanz zu den Punkten. Wir wissen auch nicht, ob es jetzt auftrocknet oder ob es weiter regnet, ob nochmal ein Schauer kommt. Deswegen, dieses Rennen kann auch nochmal absolut crazy werden. Ja, das Beste draus machen. Ich hätte gedacht, dass die Lücke zwischen dem ersten und dem letzten viel größer ist. Aber dafür, dass halt Aquaplaning des Grauens war, also dafür sind die Fahrer noch relativ nah beieinander. War es relativ eng. Ja, ich also glaub, was fehlte dir auf die... 3 Zehntel, glaube ich, wäre ich ein Superpol gewesen. Ja. Aber also genau das ist halt Formel E. Ne? Du hast immer nur diese eine Runde und dann ist es dieser Mix aus, riskiere ich es jetzt, spät zu bremsen, vielleicht mich zu verbremsen,
Oder bin ich ein bisschen früher und dafür safe und am Ende ist es vielleicht zu safe gewesen. Also es ist so schwer, das auch abzuschätzen. Wie sind die Bedingungen jetzt gerade? Ist meine Reifentemperatur da? Also die Reifen, ganz ehrlich, die arbeiten so gut wie gar nicht bei den Bedingungen. Also die werden echt nicht ordentlich warm, weil es ist nass. Wir sind nur am Rutschen, wir haben keine vielen schnellen Kurven. Also es ist nicht sehr viel Energie, die in die Reifen reingeht. Und dementsprechend bist du dann nur am Rumeiern, ne? Und die ganze Zeit, du gehst nur leicht ans Gas und so von Wheelspin und es ist echt eine Challenge, das ist echt eine Herausforderung. Die letzte Kurve, die hat es wirklich in sich gehabt, ein paar haben sie ganz gut erwischt. Bei mir war sie relativ ordentlich, aber vielleicht sogar ein Ticken zu vorsichtig. Ein paar haben es übertrieben, sind fast eingeschlagen, haben sich weggedreht. Also wenn das im Rennen so ist, wird es auf jeden Fall krass, vor allem weil im Rennen halt eins noch dazu kommt. Und das ist die Sicht. Jetzt ist jeder für sich gefahren, ist alles schön gut. Aber wenn man nicht weiß, steht da Wasser und man sieht kaum was, weil man irgendwie 10 Autos vor sich hat und du hast die ganze Gischt auf dem Visier und hast da keinen Scheibenwischer, das ist echt krass. Deswegen hoffe ich wirklich, dass fürs Rennen, wenn es nass ist, dass einfach wenig Wasser da liegt, dass wir zumindest ordentlich sehen alle und es nicht zu gefährlich wird auf so einem Stadtkurs. Dann würde ich sagen, bis zum Rennen könnten wir eigentlich mal eine Behind-the-Beard-Folge kurz einschieben, oder? Ja, auf jeden Fall, stimmt. Haben wir ja heute, oder diesmal haben wir ja, ist etwas verkürzt mit den Videos, weil dir einfach das Wetter nicht so viel hergibt. Aber der Roger gibt natürlich immer was her, egal bei welchem Wetter. Deswegen viel Spaß und ab. So, da ist er ja, Roger. So, wie geht's dir? Auf geht's. Ja? Mir geht's gut, aber deine 2 Minuten laufen, Folge 4, Behind the Beard. Folge 4, Behind the Beard. Wir sind in Hongkong aktuell und wir haben uns gedacht, wir machen heute das Thema Trockeneis. Das ist nämlich hier und das brauchen wir nämlich für die Fahrzeuge zum Kühlen. Aber wir schauen uns das ganze Thema erstmal ein bisschen an. Also mal ein bisschen was dabei. So, das ist das gute Trockeneis. Jetzt hat schon ein bisschen was verschüttet. Aber gut, Trockeneis ist eigentlich nur fester Kohlenstoffdioxid, also CO2. Und das Coole am Trockeneis ist eigentlich, also die physikalische Eigenschaft, dass das bei minus 78 Grad sublimiert. Also sprich, es geht direkt in die Gasphase über von der festen Phase. Also es schmilzt gar nicht erst, sondern verdampft sofort. Also das ist ganz cool. Ja, und was wir eigentlich dazu erzählen wollen, wir benutzen am Rennwochenende meistens so je nach Außentemperatur, also wenn wir in heißeren Gebieten fahren, sind wir so bei 600 bis 1000 Kilo für beide Autos. Und wir kühlen damit die Batterie runter. Also nicht, man muss sich so vorstellen, dass wir das direkt da reinschütten, sondern wir blasen das durch ein Gebläse in den Kühler rein und kühlen damit die Kühlflüssigkeit der Batterie runter. Und so eine Optimum-Starttemperatur der Batterie liegt so ungefähr bei 18 bis 20 Grad. Und mit dem Trockeneis sind wir ziemlich effizient und können ganz schön schnell auf jeden Fall runterkühlen. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Ja? Und davon, das muss man sich vorstellen, ist ein riesiges logistisches Konzept, das Ganze immer wieder hierher zu bekommen. In Europa benutzen wir natürlich weniger, da sind es im Schnitt nur so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so 500 Kilo am Wochenende. Und es ist natürlich auch teuer Geld. Aber das ist eigentlich der ganze Hintergrund erstmal dazu. Ja? Schon einiges, ne? Wenn man überlegt, dass die 3 Container allein für ein Team. Genau, das ist eigentlich schon einiges. Und das nutzen wirklich alle Teams. Also man muss sich dann vorstellen, bei 10 Teams hier im Paddock sind wir bei knapp 10.000 Kilo Trockeneis, was hier am Wochenende verbraten wird. Also das ist schon einiges. Ja? Genau, also das war eigentlich das ganze Thema zu dem Trockeneis, was wir damit sagen wollten. Und was wir natürlich vergessen haben, wir wollen ja den Bart ein bisschen etablieren. Und das Problem ist jetzt aktuell, dass gar keiner da ist. Also wir suchen uns jetzt einfach mal jemanden local. Am besten gehen wir mal schnell darüber. Just stand here, look in the camera, say hello. Hello. And make this? Like this? Okay. Yeah, perfect. Thank you very much. That's all. Perfect. Tiddly, blöder Wichser. Hey! So, das war alles. Damit sind wir fertig in Hongkong und wir sehen uns in 2 Wochen in Sanya. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Sind wir in der Startaufstellung. Schön, ne? Ja. Schönes Wetter. Gute Aussicht, schönes Wetter. Perfekt. Jetzt geht's los, ne? Halbe Stunde bis zum Rennstart. Es trocknet gerade ab. Also ich bin gerade ja die Runde auf den Grid schon gefahren, auf Turn 1 hinten. Da war es schon
so relativ trocken. Der hintere Teil ist noch relativ nass, also das ist auch so ein Mischmasch. Ne? Vor allem jetzt am Start hier im nassen Losfahren, da in Turn 1 wird es richtig eng. Und wir sind halt mittendrin, ne? Deswegen ich hoffe, dass alles gut geht, dass wir da sauber durchkommen, vielleicht ein paar Plätze gewinnen. Wird hart, auf jeden Fall. Aber ich denke, maximale Attacke im Innenraum, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Rolf. Ja, maximale Attacke im Innenraum. The back. All five lights are on. And we go green in Hong Kong. It's a good start from Roland. Surely he's going to take the lead. He does. Oliver Roland leads into turn one. Gary Paffett looking up the inside. Sam Bird isn't stopping. There's a few crunches in there and Lotterer tries to get through. Sam Bird thought about a look as they came into Tamar Park. He's got the cutback here, Bird. Side by side with Stoffel Vandoorne as they head down towards Hong Kong Station. The 90 degree right-hander on board with Bird now. And Sam Bird has track position, and that is a fabulous piece of racecraft to get track position out of turn one into two. Board with Pascal Wehrlein, it was one of the dragons, so Felipe Nasr had damage and just went straight into the wall. Yeah, I know, actually both Mahindras are out, big suspension damage to both cars. So the championship leader is out. It looks as though everyone is going to arm their attack mode. They'll all have an extra 25 kilowatts of power. Through the final corner comes Oliver Roland, chased by this man, Sam Bird, as we get racing back underway in Hong Kong with 36 minutes plus one lap left on the clock. And here comes André Lotterer up the inside of Stoffel Vandoorne, and Lotterer immediately pounces, moves up into third place. Bird's gonna hit him. They make a little bit of contact down at Tamar Park. Oliver Roland slows from the lead of the race. Got a flat tire. And looks as though he's out of the Hong Kong E3. Sector, he must have just had... Bird's gone wide! Bird goes straight on and into the lead of the race goes André Lotterer. Oh, there's Oliver Roland. That's a forceful move. Whoa, getting past Daniel Abt. He's made a mistake. Lotterer makes the mistake. The two go side by side towards the chicane like they did on the opening lap. Bird decides discretion the better part of valor there. He's looking. They nudge. And no, Lotterer holds on. Careful, mate. Careful. Careful, mate. Careful is the message from Laney. Look at Eduardo Mortara in the silver Venturi. He's just lurking around now being like, if you guys want to crash, be my guest. Oh, and Lotterer's got damage. Flat tire. Lotterer's got a puncture. He's out of the race. He's out of the battle for the lead. And Sam Bird is in front in Hong Kong, where he won last season. Sam Bird through the final corner, and he sees the checkered flag and wins on the streets of Hong Kong. Leute, das war das Rennen. Wie verrückt war das wieder? Mit Ansage, oder? Also diese Strecke, Formel E ist einfach, ja, Irrenhaus klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich wahr, was da abgeht im Rennen, nicht mehr normal, Leute. Am Start war so ein Sandwich eingepackt, ich habe gedacht, jetzt explodiert mir das Auto, weil vorne ist nichts mehr gegangen, hinten alle reingefahren. Man sieht es gerade, die Jungs müssen leider hier meine kaputten Frontflügel auseinandernehmen. Aber sind die ja schon gewöhnt, ne? muss man dazu sagen. Ja, also da war vorne platt, hinten platt. Es ging irgendwie trotzdem ganz gut durch Turn 1, dann ging es runter und drüber, links, rechts. Und dann waren wir, glaube ich, auf 10. Dann war rote Flagge, weil es Unfall gab von, ich glaube, D'Ambrosio, Wehrlein und Nasr. Da war die Strecke blockiert, rote Flagge, waren in der Box. Und dann ging es wieder weiter, ne? Und dann von da an irgendwie Position gut gemacht, hier überholt, einen Fight mit Roland gehabt. Also wir haben uns irgendwie berührt, der ist mir hinten in die Kiste reingefahren, also ich war richtig sauer auf den. Er ist ein bisschen verwirrt teilweise, aber er hat dann dafür bezahlt, weil er hat dann sich schön selber noch abgeschossen und dann war er weg. Und so ging es dann weiter, ne? Ist ja gut jetzt hier. Ja, auf einmal weiter nach vorne und irgendwann waren wir dann auf 5. Ne, wir waren auf 6, so als letztes 6. Und dann sehe ich auf einmal den Lotterer, der geführt hat mit einem kaputten Auto und denke mir nur, was zur Hölle ist da passiert? Also ich habe keine Ahnung, ob es jetzt noch Ärger gibt für Sam Bird, weil da gab es, ich habe es selber gar nicht gesehen, aber da gab es scheinbar Kontakt und crazy. Wirklich sehr, sehr intensiv. Aber ich bin auf jeden Fall mega happy. Von P12 auf P5, glaube ich, ist auf jeden Fall ganz geil. Mega gute Punkte fürs Team. Jetzt sind wir Dritter schon in der Teamwertung. Also wir holen auf. Ich glaube, wir sind gut dabei. Und für mich gilt es jetzt noch, das Qualifying besser zu machen. Weil im Rennen ist immer eigentlich gut. Wir haben bis jetzt in jedem Rennen gepunktet, aber halt leider in
ganz ehrlich, zwei, drei Mal ein bisschen zu wenig und deswegen bin ich trotzdem ganz guter Dinge. Fanboost hat wieder geholfen, ich habe Van Dorn damit überholt. Auch das war so eine enge Kiste, weil ich den außen überholen musste und ich habe nicht gesehen, ob er noch innen ist oder nicht, weil mein Spiegel auch noch weg war. Weil der Roland hat noch Pfeile verloren, hat es mir noch innen den Spiegel abgeschlagen, konnte ich nicht mehr sehen. Also ihr merkt schon, Adrenalin pumpt noch. Lukas war auf dem Podium, Dritter geworden. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bald wieder. Das nächste Rennen ist in Sanya. Nagelneue Strecke. Muss echt schön sein dort. Ist auch in China. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Deswegen Liebe da lassen, abonnieren und bis dann. Team All the Way Up. Danke. Ciao. Nothing can stop me. I'm all the way up.